Servus Leute, willkommen zurück zu Dark Souls 3. Im letzten Part haben wir so ein Ekelvieh gesehen, das meine Seelen fressen kann. Und das finde ich nicht so gut. Warum ich nicht direkt an der Stelle starte, wo ich gestorben bin? Ganz einfach. Diesen Weg hier bin ich bisher nur ein einziges Mal entlang gegangen. Und einen Weg, den ich nur einmal entlang gegangen bin, den schneide ich noch nicht raus. So, ich hoffe, der Drache ist weg. Oder bleibt weg. Sonst fliegt er wieder hoch und... Ah, na gut, andererseits kann ich an denen eventuell gut leveln. Leveln sage ich schon, Seelen farmen. Ja. Wenn ich nicht spielen würde wie ein Mädchen. Egal. So bekomme ich wenigstens ein paar Seelen. Was mir nichts bringt, weil... Da ich diese Seelenfresser jetzt befreit habe... Aua, hau drauf. Ich weiß, meine Ausdauer war die ganze Zeit weg, aber trotzdem. 2500, dabei ist dieser Gegner eigentlich einfach. So. Ein paar Mal das Wunder nutzen, es bringt zwar nicht viel, aber... So, hier bin ich lang gegangen und jetzt muss ich zwangsweise wieder in den Sumpf fallen. Jetzt höre ich nämlich auch, was hier kreucht und fleucht. Ja, hau du ab. Okay, erstmal das Vieh hier anlocken. Und jetzt schnell weg. Oh, falsche Richtung. Ja, super. Nein, ich hätte mich links stellen sollen. Ich dämlicher Depp. Na egal. Moment mal. Da drin... Ich gehe doch jetzt zu den Seelenfressern, oder nicht? Wenn ja, dann ist das echt schlecht. Keine Ahnung, wie viel ich essen muss, damit das Gift nachlässt. Und jetzt habe ich keine mehr. Ich muss mir echt... Hoppla, die Stärkeren holen. Oh nein. Achso, das sind nur Vasen gewesen. Gut. Oh nein. Ich darf die Biester nicht wecken. Wenn ich sie wecke, dann sind alle meine Seelen wahrscheinlich weg. Nicht klug. Ja, schneller. Der Magier kann rollen? Egal. Er hat abgewehrt. Ja, das Gift nervt echt. Schriftrolle von Logan. Spitzhut Logan hieß der, glaube ich. Okay, da ist ein Shiny, aber... Das Gift macht mir so zu Schaden. Giftpfeiler, ja, super. Moment, vielleicht kann ich die Biester vergiften. Von hier oben. Wäre praktisch. Bei mir macht selbst das Gift gerade ein bisschen zu Schaden. Ich könnte hier drauf springen, dann hätte ich das Shiny, aber wie komme ich dann wieder raus? Ohne irgendwie gefressen zu werden. Mich hier ein bisschen um, weil solange ich vergiftet bin, bringt mir das sowieso nichts. Kerker von Irrefühl. Hä? Jetzt bin ich im Kerker? Warum? Ich meine, nicht, dass ich das gerade möchte, aber hier, da geht's doch um... Schlüssel des Wärters. Wenn das Gift jetzt nicht wäre, ich muss mich beeilen.
Schlüsselring des Wärters mit vielen Schlüsseln. Kann ich damit... Nein! Ihr Penner! Nicht jetzt, wenn ich eh schon vergiftet bin. Scheiße, das ist schlecht. Das ist richtig schlecht. Blödes Giftet, ich werde es nicht los. Das sind Ratten, ja. Kann sein, dass das der Ort ist, wo... Siegwart eingesperrt war. Ich werde ja runtergehen, aber ich bin vergiftet. Bringt leider nichts. Ich habe ja noch göttlichen Segen, warum habe ich den nicht verwendet? Ich bin doch so dumm. Ich bin doch so dumm. Ja. Dann nehme ich eben das hier. Ich muss die Ratten loswerden. Und den letzten Flakon, den möchte ich mir bestenfalls noch aufheben. Scheiße! Oh, noch eine Ratte. Ihr Mistviecher! Ich möchte nur Siegwart befreien. Wo ist er denn? Achso, das ist eine Ratte. Ich dachte, du wärst Siegwart. Da sitzt er. My liberation requires a key. The key? Hmm. Oh shit! Komme ich an ihn ran? Hau ab, du Mistvieh. Und da steht noch eine vor der Tür. Aufzug bedienen. So, da ist der Hebel. Bin dran vorbeigerannt, den habe ich nicht gesehen. Der ist so gut getarnt. Das heißt, ihr könnt jetzt zurück ins Gefängnis, aber ich will nicht zurück ins, in den Kerker, der ist ätzend. Der ist schlimm. Das heißt, ich muss jetzt im Kerker rumrennen und irgendwo Siegwart befreien. Ah, oh, das kann ja ätzend werden. Und ich habe gerade so schön viele Seelen. Das ist noch schlimmer. Ich habe keine Lust, mich jetzt hier ganz zu erschrecken. Nee, den Kerker verschiebe ich auf ein anderes Mal. Jetzt bin ich wieder hier. Grabschlüssel. Schlüssel zu der versperrten Tür der Kanalisation unterhalb der Untotensiedlung. Ist schon komisch, dass hier nur einen Schmied gibt. Vielleicht ist es hier so wie ein Dark Souls 2, dass verschiedene Schmiede an verschiedene Orte sind, aber selbst wenn, ich habe bisher noch keinen einzigen Schmied gefunden. Noch keinen. Dabei hätte mir mindestens einer über den Weg laufen sollen, weil so schlecht habe ich mich hier nicht umgesehen. Okay, jetzt kommt wieder der Drache, den mache ich doch gerne platt, weil der bringt ganz schön viele Seelen und ist verhältnismäßig einfach. Mehr Drache. Dragon. Genau. Oh. Schon gut, schon gut. Ah, dein Feuerstab. Ich
Hau drauf. Shit. Nicht von ihm töten lassen. Bam. Danke. Ich frage jetzt nur, gehe ich dahin, wo er herkam? Wo geht's denn da lang? Moment. Da gehe ich jetzt mal lang. Da runterspringen komme ich nicht mehr zurück. Ich frage, sterbe ich, wenn ich da runterfalle? Wahrscheinlich schon. Die Brücke ist kaputt. Da hinten könnte ich eigentlich lang, aber nicht, wenn die Brücke fehlt. Die Treppe meine ich. Brücke, wie komme ich auf Brücke? Da oben ist ein Shiny, das ich gern hätte, wo ich aber nicht rankomme. Wenn ich da rechts den Weg. Gibt es aber dann auch noch einen linken Weg. Werde ich vielleicht nachschauen. Und da unten ist ein Weg. Oh, nicht runterfallen. Also nicht der zum Boss, sondern da geradeaus weiter. Ist das ein Shiny? Sieht ganz so aus. Nochmal so ein Feuerdrache, aber mit diesen Feuerschmeißern da. Auf die habe ich keine Lust. Okay. Gut auf den Boden achten. Ich will nicht wieder durch ein blödes Loch fallen. Der Boden hier sieht anders aus. Ich traue mich hier nicht weitergehen, weil wenn ich vergiftet werde, kann ich nicht mal was tun. Ich riskiere es. Nein! Gut. Funkeltitanit, geil, danke. Ich hab Angst, hier irgendwo durch den Boden durchzubrechen. Ich traue dem Spiel sowas zu. Tatsächlich. Ah, jetzt bin ich hier oben. Also, wie gesagt, ich traue dem Spiel alles zu. Drinnen ist so eine kleine Kathedrale. Eine Kapelle oder was das ist. Eine Kapelle ist kleiner. Eine Kapelle ist eine ganz kleine Kirche. Ja, danke. Genau das brauche ich hier bei diesem starken Gift. Das heißt, das hier ist dafür da, damit ich hier durch den Sumpf watscheln kann. Aber diese Viecher, die mir Seelen rauben, die mag ich überhaupt nicht. Oh mein Gott. Das wäre fast ins Auge gegangen. Die Frage ist nur, gehe ich jetzt weiter? Und von da aus könnte ich gut darüber. Die Viecher da drin, die stören mich echt. Ich könnte von da oben dann darunter einen Stürzangriff haben. Das überlebe ich wahrscheinlich gar nicht. Was soll ich tun? Der Weg ist so aufgebaut, dass man im Zickzack gehen muss, weil man ansonsten runterfällt. Und dann erlebt man eine böse Überraschung. Bin gespannt, ob Osoma dann auch darauf reinfällt oder ob er die Augen aufmacht und klüger ist als ich. Ich bin dem Scheine ja einfach hinterhergerannt und blindlings in die Falle. So kann man einen Wolf gut locken. Alles klar. Kaputte Treppen. Leitern meine ich. Das heißt, das nächste ist dann da geradeaus weiter. Da hinspringen ist zu weit weg. Und das Shiny, das kriege ich so nicht. Zumindest wüsste ich nicht wie. Ich muss das total analytisch angehen, weil ansonsten sterbe ich noch 100 Mal und dann verliere ich alle meine Seelen und dann braucht es ewig, bis ich meine neue Waffe tragen kann.
Und ich will diesen Streitkolben testen. Ich will sehen, was das so alles drauf hat. Und ich will ihn auch tragen können. Ich will damit auch ordentlich Schaden drücken. Und kurz ans Leuchtfeuer gesetzt. So, da muss ich aufpassen. Da sind nämlich diese Feuerschleuderer. Aber der Drache ist auch da. Dieser Drachenkrieger. Wenn ich den Drachenkrieger anlocken könnte. Ist er das da? Nein, das ist nur eine Statue. Ah, der Drache kommt. Perfekt. Ich muss ihn schwächen. Okay. Hier ist jetzt der Kampfort. Das ist megamäßig klein. Oh, der ist schon gut vorgeschwächt. Der war einfacher als erwartet. Ist doch was verloren? Nee. Aber die geben echt gut zielen. Okay. Ich würde ja hier drüber rennen, aber es ist mir zu riskant. Sonst werde ich abgeballert und dann. Ja, danke, Kamerasicht. Danke, ich liebe dich auch. Ohne Töter Großpfahl. Da hinten ist ein Fahrstuhl. Sicherheitshalber? Genau, abfangen. Jetzt treffen sie mich nicht mehr. Perfekt. Ne, es ist kein Fahrstuhl. Es sah nur von Weitem aus wie einer. Yes, Baby. Oh, ein Leichenhaufen. Ah, hier bin ich jetzt. Das ist wahrscheinlich einer dieser Seitengassen. Also, da vom Boss, ihr wisst schon. Die mich sehen? Ich hoffe nicht. Attacke! Draufhauen, einfach draufhauen. Oh, eigentlich wollte ich dich auch gleich mitschnitzeln, aber egal. Ah. Egal, den Treffer nehme ich in Kauf, weil dadurch kriege ich Ausdauer. Aha. Daneben gestochen, mein Freund. Warum betet ihr hier überhaupt? Oh. Das ist also auch so ein Drache. Ich werde mit einem fetten Schlag angreifen. Der war gut. Da konnte er jetzt nichts tun gegen. Jetzt hat er ordentlich Damage gefressen. Ich glaube, er hat Angst, weil er so viel Schaden genommen hat. Habe ich ihn jetzt getroffen oder die Säule? Nicht nur den Schwanz abgeschnitten. Ja, die verlieren auch nichts. Gut, einen Haufen Seelen verlieren sie, aber das war sie irgendwie auch schon. Ich hoffe nur, so eine riesen Ekelspinne oder was das ist, kommt nicht nochmal. Geronimo! Lass deinen Dolch bei dir! Oh, den einen da habe ich auch gleich gekillt. So, nun zu dir. Letzter Überlebender.
Oh, ich hoffe, er ist nicht mit. Oh, hier ist gar keiner mehr. Doch, da hinten ist ein Shiny. Ich dachte, hier wäre noch so ein Zauberer. Dann hätte ich gesagt, ich hoffe, du hast nicht mitbekommen, wie ich deine Freunde gerade abgeschnitzelt habe. Da ist auch ein Shiny. Die habe ich gar nicht gesehen, weil ich immer wieder dran vorbeigerannt bin. Rostige Münze. Weil ich habe ja immer versucht, sie so schnell wie möglich zu killen, diese Typen. Und sie mich nicht beballern. Hier haben wir da, 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 noch eine rostige Münze. Ja, ganz geil. So, weiter geradeaus ist der Bossraum. So ein dicke Golem, der irgendwie, also Riese, der irgendwie echt mächtig ist. In denen ist noch kein Kraut gewachsen. Wenn ich noch ein Level erreiche und einen Streitkolben nutze, dann Gnade der Gottriese. Ui. So viel auf einmal. Ich schneide mal rein. Hallo. Da rechts ist eine Mimik. 100 Pro. Ein Drache auch noch. Ja, toll. Jetzt habe ich natürlich alle geweckt. La 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 la. Ich roll weg. La 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 la. Ich roll hier hin. So, erstmal den Drachen anlocken, der hier irgendwie ist. Boah. Aber er kommt ja nicht durch. Nein. Das Fliegen lass du mal schön bleiben. Haben die sich gerade gegenseitig angegriffen? So, und das dann noch. Warum kommen hier manche Gegner nicht durch die Tür durch? Das ist schon irgendwie komisch. Bringen die. Oh! Ja, steh auf. Oh, gut, dass der Drache jetzt gerade über mich drüber geflogen ist. Hätte er mich von hinten angegriffen, wäre ich wahrscheinlich gestorben. Oh no. Scheiß Drache. Ich will weg hier. Ja, lass mich doch in Ruhe. Ja, blödel du da hinten ruhig rum. Ich habe mich in der Zwischenzeit geheilt. So. Ich greife jedes Mal einmal zu viel an. Das ist doof. Gut, das war ja bisher nervigste Drache. Ihr habt mich nicht gesehen, ja dann. Hört auf zu lachen. Gibt nichts zu lachen hier. Aber hier ist 100 Pro irgendwo eine Mimik drin. Die Frage ist nur, was ist die Mimik? Das offensichtlich nicht. Guten Abend, Mimik. Oh. 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 Symbol der Habgier. Noch was? Rostige Goldmünze. Warte! Oh, Kacke, das war eine Mimik. Die hat sich doch erst nicht bewegt. Scheißteil. Jetzt bin ich doch noch auf eine Mimik reingefallen. Gott verdammt. Hedy fühlt sich jetzt bestimmt belustigt. Und der Fußballtritt. Warum machst du nicht deinen Sprungkick? Oh, scheiß Mimik. Ruhmgroßschild.
Stärke vor 40. Ein großes Schild verziert mit fließendem Muster. Eine Feier uralten Ruhmes. Unter den Großschilden besitzt dieser die höchste Stabilität, verlangsamt aber Ausdauerregeneration des Trägers. Ob Ruhm womöglich zu Trägheit führt? Fertigkeit, Schildschlag, bla bla bla. Ich habe keine Lust, jetzt nochmal auf eine Mimik reinzufallen. Gut, ist keine. Gut, danke. Hey, die sind Mimik, sie hat mich verarscht. Und ich bin auch noch voll drauf reingefallen, das gibt's doch nicht. Aber ich habe ganz schön viele Seelen jetzt. Gut, offensichtlich war das das Gebiet hier, oder wie? Das heißt, ich könnte hier theoretisch auch zum Boss. Und ich glaube, ich muss jetzt sogar zum Boss. Aber der ist knackig ohne Ende. Wie soll ich den denn schaffen? Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe, dass wenn ich jetzt ein Level erreiche, dass ich ihn mit meiner neuen Waffe platt machen kann. Ich 14.000 Seelen ist einfach viel zu viel, als dass ich sie jetzt wegschmeißen würde. Mit 44 ist schwach. 201, 201, 144, 144. Das ist plus 6, das ist nur plus 1. Ich hoffe, ich kann das Teil verstärken. 100.000 Mal. Okay. Titanitbrocken brauche ich. Und die Waffe ist schwächer als mein Schwert. Hast du Titanitbrocken? Du verkaufst doch sowas ähnliches. Funkeltitanit, Titanitschippe. Du hast kein Titanitbrocken, verdammt! Wie viel Schaden der jetzt wohl macht. Ich teste ihn mal. Hier. Hier teste ich ihn. Hier sind die Gegner zwar hardcore, aber naja. Großaxt des Dämons. Ja, die kenne ich schon. Die macht auch Feuerschaden. Dämonenfeuer. Im Innern der Axt kurzfristig eine Flamme entfacht, die auf Boden und Gegner. Die auf Boden und Gegner niederschlägt. Antifluggroßschild. Aus 5 Fertigkeit der Waffe in der rechten Hand. Okay. Alles klar. Megawaffe. Ja, wo bin ich denn jetzt? Achso, jetzt bin ich komplett am Anfang. Da wollte ich ja eigentlich gar nicht hin. Hier wollte ich hin. Ich muss überlegen. Vielleicht gucke ich offscreen nach, wo man diese Titanitbrocken oder wie sie heißen, farmen kann. Dann sackle ich mir ein paar zusammen und dann verstärke ich meine Waffe. Aber mein Kolben, der macht eigentlich ganz gut Schaden, oder? So. Alles klar. Moment, ich muss die Biester erst anlocken, die da. So, jetzt komm her. Also ich glaube, ich hatte den Falschen angelockt. Ja, das ist nämlich der Magier. Oh, damit kann ich jeden Kopf zermatschen. Ja, der kommt natürlich dann, wenn ich... Wow, das macht Schaden. So, jetzt hier rein und den da killen. Ah, ich bin aber auch langsam wie Hölle.
Zwei Schläge, es ist echt übel. Ja, komm ruhig. Boah. Übel. Die Waffe ist übel. Ich glaube, mit der kann ich hier sogar ganz gut farmen. Oh, ich dachte schon. Und Attacke! Die Waffe ist saustark. Also, wenn die gegen den Golem auch so fruchtet, dann Halleluja! So, der ist mein letztes Opfer. Aua! So, weg mit euch. Oh, ich bin ja so dumm. Ich habe vergessen, wie die Viecher kämpfen. Oh, guckt euch an, was ich mit dem mache. Oh, da war ja noch einer. Double. Ja, da oben ist der andere. Übel die Waffe, sag ich euch. Übel. Weiß nicht, soll ich jetzt noch eine Folge aufnehmen? Was zum? Hör auf zu lügen. Ich bin überlegen, soll ich mit der Waffe zum Boss reinrennen? Die Folge ist jetzt nämlich schon lang genug, aber... Soll ich es riskieren? Soll ich gucken? Hm. Ja, ich schau nach. Wie gut die Waffe gegen den Boss ist. Ich weiß, es ist zwar blöd, dass ich das jetzt mache, aber... Ich meine, zur Not, wobei... Dann muss ich mich einmal wieder töten lassen an der Tür und dann muss ich nachher Seelen wieder einsammeln und Heimkehrknochen verwenden. Also sonst kommt dasselbe raus wie die letzten paar Mal. Dann verliere ich meine Seelen und dann ist Feierabend und Ende im Gelände. Der Ende-Banane oder wie man auch immer sagt. Was Ende Banane sagt eigentlich keiner, aber egal. So. Nein. Hier mich nicht. Nein. Gut, dass meine Rüstung verhältnismäßig leicht ist. Ah, daneben. Die Geistesabwesenden. Bitte Gott, lass die Waffe mächtig sein. Na gut, ich habe sie noch nicht mal richtig aufgemotzt, aber trotzdem. Hallo? Hä? Nehm den da. Na endlich. Ja, komm ruhig her. Boah, wie der weggefetzt wird. Ein Feuer kannst du ja sonst wohin stecken. Boah, und... Boah. Wie jemand von Latz geknallt hat. Das ist ja übel. Die Waffe ist powerful. Boah, guckt, wie der weggefetzt wird. Ja, der muss so richtig leiden, der arme Knecht. Ich hoffe, die Waffe ist gegen den Boss auch so gut. Bitte, Gott, lass die Waffe so gut gegen den sein. Ich guck gerade auf die Partzeit. Hoppla. So, zack. Alles klar. Ich bin bereit gegen dich. Oh, so sehe ich ihn aber nicht so gut. Weil die Waffe im Weg ist. ...142, das ist mächtig. Oh, scheiß Säule. Ah, ist geil. Ja, mit 142... ...da kann ich gut mitleben.
Aber trotzdem hält der Boss ziemlich viel aus. Ja, Druckwelle. Ich glaube nämlich, dass der Boss hier jetzt das ist, was ich machen muss. Oh. Oh. Obwohl die Waffe so lang ist. Aua. Ja, das war gut. Oh, die Waffe ist aber mega schwer. Und die zieht meine Ausdauer so nach unten. Ich glaube, mit der Waffe darf ich wirklich nur einmal angreifen. Ja, auf den Arm. Ich muss ihn auf die Hände schlagen. Das wird aber schwer zu koordinieren sein. Oh, 444, das war gut. Er hält trotzdem echt viel aus. Ich kriege ihn zwar schneller down verhältnismäßig, aber... Auf die Hand. Oh, jetzt habe ich ihm einen Knüppel in die Eier gehauen. Da wäre ich auch sauer, wenn ich der wäre. Aua. Shit, den letzten Schlag hätte ich mir sparen können. Oh, der war gut. Ich glaube, das hier wird der erste richtige Knüppelboss in dem Spiel. Was im Sinne des Wortes Knüppel? Wow. Nein, warum fliege ich zu ihm hin? Irgendwas mache ich im Bosskampf falsch. Ich schade ihn zwar, aber ihm gibt es viel zu wenig. Shit. Aua. Ja. In den Hintern. Ja, das schadet ihm natürlich nicht so. Oh. Mein Flakon lässt nach. Oh. Oh. Scheiße. Er gewinnt trotzdem. Und ich roll mich zu früh, ich Idiot.
muss irgendwie an seinen Kopf rankommen. Vielleicht sollte ich mal den Thron da hinten nutzen. Ja, da habe ich eine erhöhte Position. Vielleicht, wenn er da auf den Boden schlägt, komme ich schneller an seinen Kopf ran. Ja, Tatsache! Okay, jetzt verstehe ich es. Ich muss quasi mich von ihm in die Ecke drängen lassen. Ja. Ja, und das ist das Problem an der Sache. Wenn er mich dann in die Ecke drängt, dann sieht es schlecht für mich aus. Okay, mit der Erkenntnis sieht es für mich auf einmal etwas besser aus. Ja. Okay, in den Hintern. Ja gut, dann nehmen wir aufs Bein. Okay, schnell, schnell, schnell. Kann ich mich nicht hier irgendwo verstecken? Nee. Ja. Oh, ich bin weiter von ihm weg als erwartet. Das war blöd, den letzten Schlag. Oh, Feuer. Jetzt wird der Bosskampf schwer. Weil jetzt fängt er an, knifflig zu werden. Ja, deswegen auch. Vielleicht soll ich versuchen, zur Seite zu springen. Ja. Ah, stimmt, der macht ja den Move neu. Ah, ein zweites Mal. Ah, seine Hand. Ja. Okay, ich schaffe ihn immer noch nicht, irgendwie. Das heißt, was war das denn? Ja, kill mich. Ja, da macht er die Hand. Wenn ich schaffe, da auszuweichen und ihn dann direkt auf die Hand schlage, dann sieht's gut für mich aus. Ich muss sagen, das ist der erste Bosskampf, der mich richtig fordert. Und das ist jetzt 5 Uhr morgens. Hahaha. Ha, ha. Wow. Aber meine Waffe haut rein. Gut, soll ich das noch mit aufnehmen, dass ich aufs Skin die Seelen hole? Nee, ich werde offscreen jetzt die Seelen holen, werde dann schauen, wie ich meine Waffe noch weiter verstärken kann. Und dann schauen wir, ob ich ihn beim nächsten Mal down bekomme. Jetzt habe ich in etwa eine Technik. Das war Dark Souls 3. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Viel Glück.